In diesem Paket findest du das Manuskript deines Buches, das ich am Tag nach deinem Besuch fertiggestellt habe. Ich nenne es ein Buch, auch wenn es bislang nicht mehr ist als ein Stoß Papier, der nicht einmal einen Titel trägt. Und so soll es bleiben, solange ich lebe. Wissen Sie, wie sie heißt? Die Presse nennt sie das Einstein-Mädchen. Das Mädchen, das im Wald gefunden wurde. Ein überaus interessanter Fall. Der völlige Identitätsverlust, die Nacktheit. Als hätte man sie gezielt ihrer Identität beraubt. Es besteht die Möglichkeit, dass Professor Einstein meine Patientin gekannt hat. Der Professor ist vielleicht der einzige Mensch, der ihr helfen kann. Ich fürchte, Einstein reist noch heute Nachmittag ab. Er ist nicht nur der berühmteste Wissenschaftler der Welt, er ist auch der berühmteste Jude der Welt. Alle psychiatrischen Einrichtungen werden in Kürze angewiesen, eine Auflistung sämtlicher Patienten zu erstellen, die Symptome unheilbarer geistiger Krankheiten aufweisen. Sie haben doch nicht vor zu kooperieren. Sie werden Ihnen diese Liste nicht aushändigen. Natürlich werde ich tun, was das Gesetz von mir verlangt. Der Arzt aus Berlin hat alle möglichen Fragen gestellt. Ich war versucht, ihm alles zu erzählen, aber das tat ich natürlich nicht. Ich glaube, ich werde ihn wiedersehen, denn er weiß, dass es noch mehr zu erfahren gibt über dich und mich.